Ja, es ist so gut, den Herrn zu spüren, ja, seine Gegenwart. Und wir wollen jetzt den Stefan begrüßen, den Stefan Steinle aus München. Wir haben ihn angekündigt, vielleicht viele von euch kennen vielleicht noch gar nicht. Wer kennt den Stefan schon? Ja? Oh, super, so viele, die anderen werden ihn noch kennenlernen jetzt. Und ja, wir wollen dich einfach begrüßen jetzt. Gebt ihm mal ein schönes Willkommens. Okay, it's your turn already. Du darfst gleich kommen, ja, Stefan. Das ist deine Keule hier. Freut mich sehr. Ja, preis dem Herrn. Da sind wir wieder. Nach vielleicht 4 Jahren. Ich weiß auch nicht, wann ich letztes Mal hier bei euch war. Ich bin ja über die Jahre immer wieder mal hier gewesen durch die Einladung von unseren lieben Renate und René. Wisst ihr, was ihre Namen bedeuten? Solltet ihr wissen als Gemeinde. Renate und René heißt wiedergeboren. René ist französisch, Renato ist italienisch und heißt auch wiedergeboren. Halleluja. Das haben die Eltern gut gemacht, ihnen gleich die richtigen Namen gegeben. Naja, preis dem Herrn. Geht's euch gut, ja? Also Hitze ist auch relativ, wie so vieles im Leben, ist alles relativ. Oder nicht alles, dank sei Gott, Gott ist nicht relativ. Da kann man sich drauf verlassen. Sein Wort ist die Wahrheit, er ist die Wahrheit und so weiter. Aber hier in unserem sichtbaren Leben und Welt ist so vieles abhängig davon, wie man es beurteilt und was man schon alles erlebt hat, wie schwer oder wie wenig schwer, dass man das empfindet. Wir sind Hitze sehr gewohnt, dadurch, dass wir eben seit Jahren in Pakistan arbeiten und dienen und davor in Indien. Ihr habt ja als Gemeinde, bekommt ihr unsere Briefe, einzelne von euch bekommen sie vielleicht auch direkt. Und ich möchte auch hiermit nochmals ganz, ganz herzlich oder erneut ganz herzlich euch danken, lieber René, liebe Renate, dass ihr uns so aktiv und praktisch unterstützt mit Finanzen und so weiter. So, ihr, ob ihr es wisst oder nicht, ihr habt Anteil an dem, was wir als Dienst, als International Harvest Plan seit nunmehr 30 Jahren tun in Indien und Pakistan. 1992 bin ich zum ersten Mal, seitdem ich von neuem geboren wurde, 1972 wurde ich von neuem geboren, als 21,5-jähriger Mann. Ich bin ein 50er-Jahrgang, am Montag werde ich entsprechend alt. Ja, 50 plus 72 gibt 2022. Anyway, so, wir sind älter geworden, aber wir lassen uns nichts anmerken. Aber eben seit 72 wurde ich in Bombay, Indien, von neuem geboren, als Hippie, als drogenabhängiger Mensch, junger Bursche, der drauf losgesponnen hat. Und der Herr in seiner großen Gnade hat mich bewahrt, dass ich mich umbringe. Wirklich, buchstäblich. Kann ich jetzt nicht alles erzählen, dazu haben wir das Büchlein hier auf dem Hippie Trail, kann ich empfehlen, ist ein gutes Zeugnis, was der Herr mit einem kaputten Leben tun kann. Wenn er jemanden findet, der in seinem Namen den Samen des Wortes, den Samen des Evangeliums ausstreut. Wenn es da nicht ein Gotthold gegeben hätte vor 50 Jahren, ich bin jetzt seit 50 Jahren, dieses ist mein 50. Jahr in Christus, bin ich von neuem geboren. Wenn der Gotthold Deising, ein früherer drogenabhängiger Typ, auch ein Jahr bevor er mich zu Jesus führte, war er erst zu Jesus gekommen und war auch drogenabhängig gewesen. Aber dann ging er auf die Hippiestraße, wo wir, seine Typen, seine alten Kumpel, noch rumpilgerten und nach der Wahrheit und nach dem Sinn des Lebens suchten. Da hat er sich auf diese Straße aufgemacht im Namen des Herrn. Und einer, von denen er das Evangelium ins Herz gestreut hat, war ich. Und ja, es ist wirklich, ich kann das auch nie vergessen, es ist für mich immer wie gestern in dem Sinne, obwohl ich jetzt mich schon sehr zu Hause fühle in den Dingen des Herrn und viel erlebt habe inzwischen. Aber diese Tatsache, dass ich gerettet bin und dass ich noch am Leben bin,
Das ist wirklich pure Gnade Gottes. Und eben auch die Gnade und, wie soll ich sagen, die Liebe Gottes, die ausgegossen war in diesen Gotthold, der dieser Liebe entsprochen hat und sich durch Jesus innerlich hat drängen lassen zu den Verlorenen um ihn herum. Da hat das nicht für sich behalten. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Jesus weitergeben. Anyway, deswegen bin ich hier heute Abend. Deswegen gibt es mich noch. Und 20 Jahre später, nach diesem Erlebnis, dass ich Jesus in Bombay eingeladen habe, in mein Leben zu kommen als Retter und Herrn, 20 Jahre danach hat der Herr wieder uns, hat er uns wieder dahin geführt, nach Indien. Damals hatten wir eben eine Bibelschule, wo auch René und Renate in dieser Schule waren. Ich weiß nicht mehr, welche Jahre sie da waren. Du warst auch nie mit mir in Indien oder sowas. Aber eben 1992 haben wir mit unserer Bibelschule eine erste Missionsreise nach Indien gemacht. Und dann das Jahr darauf wieder und das Jahr nochmal darauf nochmals mit einem Team von Bibelschülern der damaligen Zeit und haben so Dorfevangelisationen und so weiter gemacht. Und daraus ist ein ganzer Dienst entstanden, den wir jetzt eben International Harvest Plan nennen und ja, durch den viele Menschen Jesus kennengelernt haben und ich das Privileg hatte, im Namen Jesu diese wunderbaren Dinge zu verkündigen und zu erleben, die Gott dann tut und wirkt. Und jetzt in den letzten Jahren, leider ist Indien zugegangen, ich gebe euch nur einen kurzen Bericht, da ihr als Gemeinde mit beteiligt seid an unserem Dienst. In den letzten Jahren ist Indien zugegangen für uns, für die freie Verkündigung des Evangeliums durch die radikale Regierung. Und erstaunlicherweise hat Gott die Türen nach Pakistan geöffnet. Es ist fast ein Paradox, dass wir in der Islamischen Republik Pakistan jetzt seit 2004 arbeiten können. Damals hatten wir noch, haben wir auch noch in Indien gearbeitet, aber mehr und mehr hat sich Indien zugetan und Pakistan geöffnet. Und jetzt haben wir in Pakistan, wir sind vor 6 Wochen zurückgekommen von unserer letzten Evangelisation. Das war die 99. Evangelisation, die wir alleine in Pakistan durchgeführt haben. Mehrtägige Evangelisation, die sind manchmal 2, 3 Tage, 5 Tage üblicherweise. Aber wir haben, ich habe es aufgeschrieben in meinem letzten Brief, der liegt ja auch hier aus, es sind glaube ich 330 einzelne Abende, wo ich auf der Bühne gepredigt habe, das Evangelium verkündigt habe, alleine in Pakistan, und haben wir inzwischen über 1 Million Menschen erreichen können mit dem Evangelium dort in diesem ja harten Land. Und ich habe alles begonnen mit der Relativität der Hitze, das war mein Ausgangspunkt. In Pakistan ist es relativ heiß. Also das ist angenehm hier, also wirklich angenehm, kann man ja auch sagen. Ihr seid wahrscheinlich selber erstaunt, wie kühl es hier in diesem schattigen Raum ist, dank sei Gott. Aber ich habe schon Seminare gehalten mit Hunderten von Leuten in Pakistan, wo die Temperatur innen drin 50 Grad plus war, buchstäblich, wirklich. Da musst du nur blinzeln und der ganze Körper schwitzt. Oder musst eigentlich gar nichts tun, musst nur denken. Und du bist immer nur am Schwitzen. Ich meine, das ist ein Zeichen, dass man gesund ist, dass die Klimaanlage, die eingebaute, funktioniert. Ist ja gut, ist ja alles gut, wir brauchen gar nicht klagen. Schön, dass wir noch schwitzen können. Amen. Die Leute, die nicht schwitzen können, die haben ein echtes Problem. Nun gut. Aber eben das Schwitzen ist relativ. Obwohl ich auch jetzt triefe, dauerhaft, das ist natürlich auch, weil ich ein paar Kilo ein bisschen zu viel mir angegessen habe über die Jahre. Aber gut, im Alter darf man ein bisschen was zunehmen, habe ich mir gedacht. Als Hippie war ich dünn und ja, so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir ein bisschen Wohlstand uns auf die Rippen gegessen. Anyway. Also, mein Name ist Stefan Steinle. Ich werde am Montag 72. Ich bin verheiratet mit einer Frau, habe 4 Kinder und 3 Enkelkinder inzwischen. Halleluja! Das ist wirklich, also mein, es geht, gibt ja nichts Besseres, als eigene Kinder zu haben. Aber ich habe festgestellt, Enkelkinder zu haben, ist noch irgendwie
Besser plus. Das ist einfach das Beste. Ist einfach nur schön. Das ist einfach nur süß und knuffelig und so weiter. Und wenn man genug hat, kann man sie ja wieder einfach abgeben und so. Nein, wirklich. Wir sind so happy und so froh als Familie über all die guten Dinge, mit denen der Herr uns gesegnet hat. Preis sei Gott. Nun gut. Ich soll vielleicht mal Zwischenfrage stellen, haben wir noch nicht besprochen. Wie lang soll das ungefähr, also wann wirst du unruhig? Jetzt ist 19.30 Uhr, 20.30 Uhr, ist das okay, so in der Richtung? Oder ist das schon ein bisschen viel? Ist okay. Also, und sonst geht halt einfach weg, dann höre ich dann auch auf. Nein, dies ist ein Seminar. Ist es so angekündigt worden als Seminar? Ein Seminar, und ich liebe es, Seminare zu halten oder zu lehren, das Wort Gottes zu lehren. Besonders diese Dinge, die mir selber über die Jahre so geholfen haben und so zum Segen geworden sind. Darüber sprechen wir, wenn wir zusammen sind, so ausgiebig. Wie großartig es ist, das Wort Gottes wirklich ein Stück zu kennen. Natürlich ist immer nur begrenztes Wissen, ist ja völlig klar. Aber es ist so ein Segen zu wissen, zu langsam so ein bisschen zu begreifen, wo es lang geht und wie das funktioniert mit dem Herrn. Und dass man dann eben, und das Thema ist ja jetzt, entdecke deine neue Identität. Und natürlich einige von euch sind schon Jahre und Jahrzehnte beim Herrn und habt seit dieser Zeit, seit ihr zum Herrn gekommen seid, habt ihr eine neue Identität. Aber das ist ja nicht etwas, was man spürt als vordergründigst oder was du siehst, dass dein Gesicht sich verändert hat oder die Haarfarbe von rabenschwarzem Steckenhaar plötzlich jetzt blond gelockt, du daherkommst oder so. Man sieht es ja nicht. Diese wirkliche Veränderung, diese neue Identität, die wir als Menschen, die Jesus zu ihrem Retter und Herrn gemacht haben, die wir bekommen haben, die uns geschenkt wurde. Und darüber wollen wir reden. Das war auch mein großes Thema in der Bibelschule in München, die wir eben ja, eine ganze Reihe Jahre da betrieben und die ein sehr gesegnetes Lehrzentrum war, wo viele Leute aus ganz deutschsprachiger Europa hingekommen sind und dort ein oder zwei Jahre Bibelschule gemacht haben. Und Es war eine großartige Zeit und mein Thema war eben die neue Schöpfung. Das habe ich jetzt, dank sei Corona, naja, das ist nicht ernst gemeint, ich danke nicht Corona und ich danke auch nicht dem Herrn für Corona, weil er hat es nicht geschickt, aber alles Böse, alles Gute kommt vom Himmel, alles Böse und Schlechte kommt vom Teufel. Ja? Jesus hat gesagt, Jesu Theologie war, ich bin gekommen, euch das Leben im Überfluss zu bringen. Der Teufel, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu würgen, umzubringen. Also alles, was nicht gut und lebensfördernd und erfrischend und erfreulich ist, ist nicht göttlich in dem Sinne. So, anyway, aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen, sonst verstricken wir uns in zu vielen Themen, die wir nicht schlüssig bearbeiten können. Aber hier die neue Schöpfung, das ist aus den Bibelschulnotizen, aus meinen Notizen, Unterlagen, die ich da erarbeitet habe über die Jahre und dann gelehrt habe in diesen vielen Stunden der Lehre in dieser Schule. Aber ich habe es jetzt eben vor zwei Jahren in dieser Homeoffice-Zeit, das war richtig für mich eine gesegnete Zeit, weil ich konnte das Ding, was ich längst nicht fertig hatte, worüber ich nicht zufrieden war, obwohl es verkauft wurde, obwohl es auch in einer Bibelschule benutzt wurde, etc., das konnte ich jetzt nochmals überarbeiten und richtig auch deutlich ergänzen. Das kann ich euch, das haben wir dabei, das kann ich euch sehr empfehlen. Das ist ein Studienheft, das ist nicht nur so ein Roman, den man abends vor dem Schlafen gehen noch schnell ein bisschen was halbes Kapitel liest, obwohl auch das würde dir was bringen, ohne Zweifel. Aber das ist ein richtig gutes Studienbuch. Und darauf kann ich sagen, bin ich jetzt in gewissem Sinne einfach ein Stückchen stolz.
Naja, ich hoffe nicht sündhaft stolz. Aber nein, ich bin einfach dankbar, dass ich das hier zusammenstellen durfte. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Schau dir es an, blättere mal durch. Kann ich nur empfehlen. Daraus ist das, was wir hier reden werden diese Tage, über eben unsere neue Identität und entdecke diese neue Identität. Aber bevor ich da richtig einsteige, würde ich euch gerne als Appetizer, als, wie soll ich sagen, auch Vorstellung von unserem Dienst, von wer wir sind. Übrigens da hinten, Andi, steh mal kurz auf. Das ist unser Kleiner, also sprich der Älteste. Das ist der Älteste von 4 Kindern, der Andi. Und er ist voll mit mir im Dienst mit drin und vollzeitlich auch angestellt in unserem Dienst und reist mit mir nach Indien, Pakistan oder wo auch immer hin und passt auf mich auf und ist wirklich ein großer, großer Segen, für den ich den Herrn sehr, sehr danke. Ja, anyway, was wollte ich sagen? Ja, ich wollte euch unseren Dienst vorstellen. Und wir haben einen kleinen Clip gemacht von unserer letzten Evangelisation in Daska. Keine riesige Sache, aber gut. Und zwar direkt am Ende des Ramadan, also des Fastenmonats. Und dadurch war auch ein bisschen vielleicht die Größe eingeschränkt, obwohl es natürlich eine gute Größe ist, sind immerhin ein paar tausend Leute da. Aber der Herr war absolut da. Und das ist die wunderbare Sache. Es ist nicht abhängig davon, wie viele Leute in einem Gebäude oder in einem offenen Räumlichkeit oder was auch immer, offenen Feld sind, ob der Herr wirksam wird. Es ist eigentlich nur davon abhängig, ob die Herzen offen sind für das Wirken des Herrn und ob das Evangelium verkündigt wird in aller Schlichtheit und Klarheit. Dann ist der Herr dabei. Und was hat er gesagt? Er bestätigte sein Wort mit den mitfolgenden Zeichen. Ganz kurz Clip aus Daska vor etwa 6 Wochen in Pakistan. Brother. Ruhig laut. The fact that Jesus suffered in this horrible way, all these bruises, a crown of thorns put on his head, stuck on there with sticks by those Roman soldiers, and then his hands and feet pierced through with strong, horrible nails, and he was stuck on that cross, and then the whippings on his back, opening up his whole back. Those wounds, those sufferings were placed on him so God could pardon and forgive me and you, all of your sins that every human being has. से पुकारना चाहते हैं अपने हाथ हिला कर देखें बहुत शुक्रिया थैंक यू अपने हाथों को नीचे कर लीजिए सरों को झुका लीजिए Holy Spirit, we invite you to just move on that people. हम तुझे दावत देते हैं कि तू इन पदरों में जुम बचा You see their faith, you see them where they need the healing power. हम उनका ईमान देख रहा है और तू उनकी दुआओं को भी सुन रहा है. Touch them now. अभी ये रिसीवर. Flow of through है खुदावंत यीशु मसीह. हम तुझसे दुआ करते हैं कि बच्चू. Flow through them now from their head to their feet with your healing power, Lord Jesus Christ. यीशु के नाम में खुदावंत की शिफा पक्षरण कुवर. And we command every pain, every sickness to go, stop in the name of Jesus. Come out, be loose, be angry. It's hard to say, get up, I'll be manico. Put on the day, get my quadro, I'll start to pay. Even come out, we resist you, we endure you. Come out in the name of Jesus. Look, let him go free in Jesus' name. And can be on the back of the door, just to get nonsense. Hallelujah.
It's Jesus. It's Jesus. It's Jesus. Praise God. No more tumors. Yes. Hallelujah. Hallelujah. I love it. This is Jesus, the real resurrected Jesus. He's still alive today, doing the same things that he did 2,000 years ago. Lord, bless you. Yes, she sang that she would have seen. Well, like two and a half or something. Or something. Can't you see me? Yes. Can you touch my nose? God has given me a big nose. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner, kurzer Auszug aus all den vielen Dingen, die der Herr immer wieder tut. Und das kann ich so, wie soll ich sagen, fast unverschämt sagen, weil ich weiß, es hat mit mir nur insofern was zu tun, dass ich das Vorrecht habe, das Evangelium zu verkündigen und mit der Salbung und Befähigung durch den Heiligen Geist das zu tun. Aber es ist der Herr, es ist sein Wort und es sind die offenen Herzen dieser Menschen, die das Wort empfangen, die das Evangelium empfangen. Die meisten von ihnen sind auch kirchliche Christen gewesen jetzt in dieser Versammlung. Und dann einfach wirkt der Herr und bestätigt sein Wort. Er ist einfach da, um sein Wort zu bekräftigen. Und das ist auch in diesen Tagen, wo wir jetzt hier zusammen sind, heute Abend, morgen früh, morgen Abend, in derselben Weise der Fall. Das ist jetzt nicht vor allem eine Heilungsevangelisation hier, aber natürlich glauben wir dem Herrn für sein Wirken. Und der Herr ist gegenwärtig. Wenn sein Wort verkündigt wird, ist er da. Und macht sein Wort lebendig. Er ist in seinem Wort durch den Heiligen Geist, der da wirksam wird. Und wenn du es einfach erwartest und erlaubst, dass Gott sein Werk an dir tut, was immer es auch sein mag, dass du brauchst oder dass du ihm glaubst für Heilung, Befreiung oder whatever, irgendwie eine Versorgung Gottes in deinem Leben. Ja, glaube es, erwarte es einfach. Ob das jetzt unbedingt das Thema ist heute Abend oder eben in diesen Stunden oder nicht. Gott ist immer derselbe und er ist Heiler, er ist Retter, er ist Befreier, er ist Wunderwirker, alles in einem, always. Und natürlich wird unser Glaube geschürt und zugerüstet, angefacht, wenn wir über ein bestimmtes Thema sprechen. Aber unser Thema hier ist eben diese unsere neue Identität, die wir jetzt haben in Jesus Christus. Und das ist für mich absolut fundamental. Ich kann sagen, dass ich als Christ, obwohl ich vor 50 Jahren wirklich gerettet wurde und Jesus in mein Leben aufnahm, aber die ersten 7 Jahre meines christlichen Lebens, obwohl ich vom ersten Moment weg ein Eiferer wurde für den Herrn und leidenschaftlich ihm nachfolgte vom ersten Tag weg, so gut ich das wusste. Ich wusste ja gar nichts. Ich habe ja überhaupt nichts mit Christentum als solches am Hut gehabt, außer halt, was mein katholischer Hintergrund war und so weiter. Aber das, was ich jetzt da erlebt habe und was dann die Folge war, das habe ich ja selber kaum begriffen am Anfang. Und für 7 Jahre habe ich es eben auch wirklich nicht begriffen, was eigentlich mit mir geschehen ist, schon an dem ersten Tag, wo ich da in Bombay Jesus in mein Herzen eingeladen habe und ihn deklariert habe als meinen Retter und als meinen Herr. Und dann eben, er hat gewirkt in übernatürlicher Weise und ich habe es gespürt oder irgendwie wahrgenommen, dass etwas mit mir geschah. Ich habe auch eine dramatische Nacht erlebt, als ich aber am Abend gebetet, ganz bewusst nochmals für mich selber im Schneidersitz auf meinem
Schlafsack da in Bombay in diesem Missionshaus, wo man mich mitgenommen hatte und dann mit mir gesprochen hatte und dann mit mir gebetet hat. Und dann habe ich daneben nochmals selber gebetet. Und dann diese Nacht war voller Träume, auch negativ, dämonisch und Kräfte, die da wirksam waren, weil ich hatte auch eine Besessenheit erlebt in dieser Zeit, in dieser Phase in Indien und so weiter. Alles zu viele Details. Aber also ich merkte, dass da eine gewaltige Sache im Gange war oder geschah. Aber was wirklich geschah und wie Gott in seinem Wort uns allen, die wir als jetzt an Jesus glauben, was das bedeutet, was Gott in einem Menschen tut, ob er jetzt ein wilder, verrückter Hippie war oder ein ganz normaler Kirchgänger, der von Herzen endlich begriffen hat und Jesus eingeladen hat in sein Leben, obwohl er von mir aus sein ganzes Leben irgendwie kirchlich oder christlich geprägt war. Davon erleben wir auch einiges in Pakistan. Wir dienen auch vielen Christen dort, kirchlichen Christen, durch die Kontakte, die wir haben, zur Kirche dort. Wir arbeiten nicht mit charismatischen oder pfingstlerischen Gruppen hauptsächlich, wir arbeiten mit allen. Aber unser Hauptkontakt, der Sabir Gul, ist aus der presbyterianischen Kirche, das ist praktisch die evangelische Kirche, so wie die evangelische Kirche hier. Nur dort sind natürlich die Pastoren noch im Großen und Ganzen gläubige Leute und glauben noch an die Bibel und das Wort Gottes und so weiter und stellen nicht alles in Frage. Anyway, aber eben viele sind sehr traditionell und sehr nicht charismatisch. Deswegen dienen wir vielen Christen, vielen nominellen Christen, vielen Namenschristen, vielen kulturellen Christen, kann man auch sagen, nebst den Moslems, die natürlich da kommen, zu diesen Wunderversammlungen. Aber eben viele von denen, deswegen halten wir auch solche Seminare über, was es heißt, von neuem geboren zu sein. Weil viele haben diese Lehre noch nie gehört, haben noch nie wirklich begriffen, was das Wort Gottes sagt über die neue Geburt, was das Wort Gottes sagt, was es bedeutet, wo Jesus in Johannes 3, darüber predige ich noch nicht heute Abend, aber ich fange mal da jetzt momentan an. Jesus sagte, es sei denn, Johannes 3, Vers 3, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Und er meinte richtig, wie die Worte, die er benutzte, weil Nikodemus fragte ihn dann, ja, was, wie soll ich noch einmal geboren werden? Soll ich zurück in den Bauch meiner Mutter? Ich alter Mann, unmöglich. Also Jesus redete richtig noch von einem noch einmal geboren werden. Aber Nikodemus verstand nur natürliche Geburt. Jesus meinte eine geistliche Neugeburt, eine Geburt, wo der Geist des Menschen neu geschaffen wird. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Wenn er das nicht wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist Vers 3. Im Vers 5 sagt er dann, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, er wiederholt praktisch die Aussage, wenn du nicht noch einmal geboren wirst, im Geist oder aus dem Geist, dann kannst du das Reich Gottes nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und das Reich Gottes ist der Himmel. Das Reich Gottes ist die Domäne Gottes, ist wo Gott König ist, wo Gott Herr ist, wo Gott herrscht. Das ist Reich Gottes. Und Jesus kam in diese Welt, um das Reich Gottes zu bringen, zu demonstrieren, darzustellen mit seiner Person und mit allem, was er sagte und tat. Und wenn du in seine Nähe kamst, dann hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Aber alle seine Jünger und alle die Leute, die um Jesus waren in den 3 Jahren, wo er seinen Dienst hat, die waren noch nicht ins Reich Gottes hineingekommen. Die sahen es in gewissem Sinne, sie sahen es mit ihren physischen Augen. Geistlich haben sie noch nicht richtig begriffen, wer Jesus eigentlich ist und was er alles so sagte. Deswegen haben auch die Jünger vieles überhaupt nicht verstanden, was Jesus sagte und tat. Aber sie sahen zumindest von außen, sahen sie die Manifestation des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes auf der Erde jetzt. Und wo er kam und dieses Reich sich manifestierte und ausbreitete und darstellte, da wurden die typischen Wirkungen des Reiches Gottes sichtbar. Da wurden die Kranken gesund. Alle Kranken, die man zu ihm brachte, wurden geheilt. Das sind die Dämonen, haben geschrien und gemacht und Dinge gesagt, die nur sie erkennen konnten und die Leute gar nicht begriffen und mussten aber gehen, wenn Jesus sagte, fahrt aus. Also das Reich Gottes hat die Manifestation Gottes gebracht, ist die Herrschaft Gottes manifest gemacht. Und
Im Johannes 3 sagt Jesus, du kannst das Reich Gottes nicht wirklich sehen, nicht wirklich erkennen, wie es gesehen und erkannt werden muss und auch nicht in dieses Reich hineinkommen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht noch einmal geboren wirst. Und eben, wir werden das später erklären, in einem anderen Gottesdienst hier, morgen früh wahrscheinlich, das geschieht, dieses Geborenwerden, da ist tatsächlich die Neuschöpfung des menschlichen Geistes findet statt. Mein ganzes Reden ist jetzt nur die Erklärung, ich habe nicht gewusst, was für ein großes Wunder in mir drin, in meinem Geist, der vorher gerade noch sündig war. Und wenn ich mit diesem Geist, was meine Identität ist, der Geist ist das ich bin ein Geist, Gott ist Geist. Johannes 4, 24, Jesus sagte, Gott ist Geist, Gott ist ein Geist. Und im 1. Mose 1, als Gott die Menschen schuf, schuf er uns was? In sein Ebenbild, ihm ähnlich, ihm gleich, nach seiner Art, nach seiner Wesensart, als Geistwesen. Und Adam und Eva vor dem Sündenfall waren in ihrem Geistwesen, in ihrem Geist, in ihrer Seele, in ihrem Bewusstsein, Wissen, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrer Entscheidungsfähigkeit und in ihrer Körperlichkeit, aber insbesondere in ihrem Geist waren sie sündlos, waren sie vollkommen. Sie waren Gott gleich. Sie waren nicht Gott. Gott ist allmächtig, Gott ist unerschaffen. Sie sind erschaffen, sie sind nicht allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Aber sie waren identisch in dem Sinne, dem Wesen Gottes. Und als ich in Indien als verrückter Hippie Jesus einlud in einem schlichten Gebet und es ernst meinte und ihm my stinking life, mein stinkendes Leben übergab und so gut ich wusste, wie das zu geschehen hat und ihn einlud, mein Retter und Herrn zu werden. Da habe ich 7 Jahre gebraucht, bis ich es richtig gelehrt wurde und dann anfing selber zu sehen und zu erkennen in der Bibel. Und das ist mein Versuch jetzt in diesen 3 Gottesdiensten, das euch so weit wie möglich zu vermitteln. Das ist natürlich nur begrenzt. Alles ist immer begrenzt, was wir tun in einer Predigt oder in diesen Diensten. Aber ich hoffe, euch insoweit so weit zu entweder erfrischen in deinem schon vorhandenen Bewusstsein und zu erquicken und von mir aus noch ein bisschen was dazu zu tun oder anzureizen, in diese Richtung anfangen zu denken, so dass du tatsächlich sagen kannst, ich habe begonnen in diesem Seminar hier, meine neue Identität zu entdecken, anzufangen zu verstehen. Ich fing es erst an zu entdecken und zu verstehen, als ich gelehrt wurde von sehr kompetenten Lehrern des Wortes Gottes, die das richtig auch begriffen hatten. Und es ist eigentlich nicht hochkompliziert. Das Wort Gottes ist in dem Sinne nicht hochkompliziert. Es muss nur klar gelehrt werden. Und das fehlt oft. Und ja, anyway. Also 7 Jahre lang war ich mir meiner neuen Identität nicht bewusst. Muss ich ganz klar so sagen. Ich war ein Eiferer für Jesus. Ich habe sogar relativ viel gefastet und viel gebetet. Heute sollte ich wieder mal endlich fasten und so weiter. Beten tue ich schon immer noch. Auch viel in Zungen beten, in Sprachen beten. Ganz wichtige Aussage hier, Sprachen beten. Tu es so oft, wie du nur kannst, wie du nur daran denkst. Bete viel in neuen Sprachen. Wo immer du bist, auf der Straße. Wollen die Leute denken, du redest zu dir selber. Macht ja nichts. Andere reden auch zu sich selber viel größeren Blödsinn, als was du tust. Du redest zu Gott im Geiste und bist dabei, deine geistliche Batterie aufzubauen, wie so eine Sonnenenergie, apropos Sonne Gottes und so weiter und so fort. Wir sind ein Kraftwerk. Amen.
mit der Energie Gottes in uns drin, durch den Heiligen Geist. Halleluja. So bete viel in neuen Sprachen. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. So lasst uns ihm nacheifern. Er ist der größte, der beste Jünger Jesu, den es je gegeben hat, in dem Sinne. Das ist so, weit wir das beurteilen können. Nun gut. 7 Jahre lang habe ich es nicht begriffen. Dann wurde ich gelehrt. Und dann fing ich an, mich nicht nur nach meinen 5 Sinnen zu beurteilen, nach meiner natürlichen Wahrnehmung, auf die wir uns praktisch unser ganzes Leben bisher verlassen haben und verlassen sollen. Ja, das sollst du auch als Christ nicht aufhören. Nein, ich fahre jetzt im Glauben, ich brauche jetzt nicht mehr sehen, ich fahre jetzt nicht im Schauen, sondern im Glauben, im Straßenverkehr. Du wirst nicht weit kommen. Und vielleicht wird man dich nicht nur von der Mauer abkratzen müssen, sondern auch noch in die Psychiatrie stecken, weil und so weiter. Also das, die Sinne, die dürfen wir benutzen, aber die sollen unsere Diener sein. Und wenn du nicht im Geiste von Neuem geboren bist und nicht gelernt hast, deine neue Identität, die aus deinem wiedergeborenen Geist herrührt, der völlig neu gemacht ist, der jetzt wieder in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen ist, wenn du nicht gelernt hast, dich darauf zu verlassen und den zu identifizieren und zu lernen, was das jetzt alles in der Konsequenz bedeutet, dann lebst du weit unter dem Level, wo du leben könntest, als Tochter Gottes, als Sohn Gottes in dieser Welt. Ich tue das, was ich tue, seit nunmehr 30 Jahren in Indien und Pakistan mit diesen manchmal sehr großen Evangelisationen, manchmal vielen Dämonen, die sich da manifestieren. Das tue ich nur deswegen mit Kompetenz oder wie soll ich sagen, mit Autorität und habe keine Angst. Ich könnte euch Filme zeigen, wo du kaum dein eigenes Wort hörst vor lauter Schreien von dämonisch geplagten Leuten. Wirklich, Dutzende. Laut schreien, rumwirken. Meistens Frauen, hier direkt vor der Bühne in Indien. Unglaublich. Da hast du gedacht, du, die Hölle hat sich geöffnet. Aber ich bin dort nicht gestanden. Oh, natürlich. Manchmal waren das neue Situationen. Da musst du wieder lernen, damit umzugehen. Aber weil ich jetzt wusste, weil ich wusste, ich bin nicht, das war alles jetzt nur, ja, ich kann auch so ohne Mikrofon sprechen. Naja, jetzt ist plötzlich so laut, ja, viel zu laut. Nein, nein, mach mich halt einfach aus, wie du willst, mein Bruder an der Regie. Du hast völlige Autorität über mich. Nein, nein, weil ich wusste, wer ich bin in Christus, dass ich nicht der Stefan Steinle bin, der Ex-Hippie und der Maurer aus der Schweiz, aus Basel und der kaum irgendwas richtig Vernünftiges zusammengebracht hat hier auf der Erde und machen und tun. Und was tue ich eigentlich hier? Bin ich eigentlich verrückt oder so? Weil ich nicht in meinem natürlichen Bewusstsein und Dasein vor allem dort stand und da stehe vor diesen Leuten, ob es viele oder wenige sind. Rechne ich immer wieder, weil es der Auftrag Gottes ist und weil es auch das Erleben und das Begreifen, wer ich jetzt bin in Christus und dass, wenn ich im Namen Jesus predige, sein Evangelium, sein Wort in derselben Weise, dann ist er derjenige, der sein Werk tut. Er hat es versprochen und er tut es immer wieder. Und deswegen habe ich außer Totenerweckungen, von denen ich nichts weiß, aber wir haben praktisch alles, was man an so Wundern erleben kann, erlebt. Warum? Weil ich so wahnsinnig gesalbt bin, weil ich so unglaublich geistlich bin, weil ich so viel weiß oder was? Nein, alles nicht. Schadet nicht, viel zu wissen über die Wahrheit des Wortes und geistlich tief in dem Herrn verwurzelt zu sein und eben nicht in dem Fleisch rumzulatschen und rumzulüstern und so weiter und so fort. Definitiv. Ein dem Herrn hingegebenes Leben zu leben, ist natürlich eine Grundlage, um von ihm auch gebraucht zu werden. Aber letztlich, das ist es nicht, haben auch Petrus und Johannes gesagt, als sie den lahmen Mann an der schönen Pforte geheilt hatten. Und die Leute um sie sich sagen, wow, die neuen Helden sind hier. Nee, es ist nicht unsere Heiligkeit oder Gerechtigkeit oder das
wir aus unserer Kraft, die diesen Mann geheilt hat, sondern der Name Jesus und Glaube an diesen Namen. That's it. Und wir waren diejenigen, die den Namen Jesus verkündigt haben und diesem Mann geholfen haben, seinen Glauben freizusetzen. That's it. Das ist eigentlich die Arbeit eines Predigers oder Evangelisten, Menschen zu helfen, ihren Glauben an Jesus freizusetzen. Und dann ist Jesus da, sein Werk zu tun, wie er das überall und immer seit 2000 Jahren tut auf dieser Erde. Zuverlässig. Auch in Schweinfurt. Wenn er denselben Glauben findet und dieselbe Wahrheit verkündigt wird. Nun gut. Also, seit ich anfing, über meine neue Identität gelehrt zu werden vom Wort Gottes, fing mein geistliches Leben, das schon 7 Jahre in Christus gegründet war und das schon 7 Jahre völlig neu war, eben ich ein neuer Mensch war, aber es nicht begriffen habe. Ich habe 7 Jahre sehr unter Selbstverdammnis gelitten, unter einem Selbstbild, meine Identität war immer nie gut genug. Und ich habe später gelernt, dass der Luther ja ähnlich drauf war. Der hat sich ja auch fast zu Tode, natürlich war ein ganz anderer, war ein studierter Mann und all sowas, ein Mönch und sonst was. Aber er hat sich ja fast zu Tode gefasst in seinem Versuch, endlich Gott wohlgefällig zu werden. Bis er dann begriff, hallo, Römer 1 und so weiter, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Also Glaube an das Erlösungswerk Jesu ist, was mich vor Gott rechtfertigt, gerecht macht. Das können wir nicht alles im Einzelnen in diesen 3 kurzen Gottesdiensten erklären, aber das hat er begriffen, dass er sah aus dem Studium des Wortes, ich bin ja schon durch das, was Jesus getan hat, dass Jesus so wurde, wie ich war, Sünde, er wurde zu Sünde gemacht mit meiner Sünde, damit ich würde seine Gerechtigkeit so gerecht würde, wie er ist. Und dieses Gerechtsein ist nicht ein Gerechtsein, in dem man nie mehr sündigt, in dem man nie mehr Fehler macht, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist ein geistlicher Zustand, ist der geistliche Zustand, ist die geistliche Qualität, wenn du so willst, deines wiedergeborenen Geistes. Die biblische Sprache nennt dich, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Deswegen der Titel, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist die Gerechtigkeit. Das ist so ein theologischer, trockener Begriff, den ich früher auch nie begriffen habe und mich auch nicht interessiert hat. Aber als ich begriff, das ist eine Bezeichnung in gottgegebener Sprache über den Zustand, über die Qualität jetzt meines Geistes, meiner wahren Identität, der Steinle, der ein Geist ist, Gott ist Geist. Und als er den Menschen schuf, hat er ein Geistwesen geschaffen. Und als er Mensch sündigte, wurde dieser Geist sündhaft und wurde so wie der Teufel, wenn du willst, könntest du sagen, wurde das Gegenteil von Gott, wurde zum Feind Gottes. Und wenn er in dieser Identität als Sünder mit Sünde nicht nur befleckt, sondern mit Sünde eins geworden, wenn ein Mensch darin stirbt, bevor dieser menschliche Geist neu geschaffen wird durch einen Akt Gottes, dann ist dieser Mensch auf ewig und immer verloren und getrennt von Gott. Aber eben, wenn dieser Mensch, dieser Steinle, vor 50 Jahren betet zu Jesus, in dem Moment, ohne dass ich es wusste, ohne dass ich es aus der Bibel kannte, ich habe ja noch nie die Bibel gelesen, ohne dass ich je von irgendjemandem gelehrt bekam. Erst, wie gesagt, 7 Jahre später. Und dazu, vorher hatte ich natürlich viele Predigten gehört und so weiter, aber nie zu diesem Thema. Und deswegen war ich 7 Jahre, habe ich von mir aus nette und auch gute Predigten und auch gute Wahrheiten gehört, aber manche haben sich eben auch widersprochen. Und so hatte ich nach 7 Jahren Christsein mehr Konfusion in meiner Erkenntnis über was jetzt eigentlich ist, jetzt der Wille Gottes und was nicht, als vorher, wo ich noch nichts wusste. Da wusste ich gar nichts. Aber jetzt wusste ich irgendwie zu viel, um noch glücklich zu sein. Und so habe ich mich ständig selbst verdammt. Ich kam mir ständig irgendwie nicht gut genug vor Gott. Gut genug vor Gott. Ich kam mir ständig nicht gut genug vor Gott. Ja. Und
dadurch war ich unter einem Leistungsdruck. Dadurch habe ich viele Dinge getan, letztlich aus Gesetzlichkeit, aus dem Versuch, irgendwie Gott zu gefallen. Und dann kam die Lehre über. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus? Und das bedeutet, wenn du Jesus aufgenommen hast als Retter und Herrn, dann bist du in Christus hineingekommen, ob du das begreifst. Was das jetzt wieder bedeutet, das ist auch wieder so ein eben geistlicher Begriff, aber dann bist du in Christus hineingekommen, Teil des Leibes Christi geworden zum Beispiel und so weiter. Ist jemand in Christus, dann heißt es, so ist er, nicht wird er eines Tages in Zukunft, so ist er gegenwärtig, wenn du in Christus bist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte in Bezug auf die Identität dieses Menschen, das Alte ist vergangen. Siehe, erkenne, begreife im Spiegel des Wortes. Ach, das bin ich. Ja, jetzt sehe ich es. Wow, ich bin ja wirklich ein super Typ. Und das sagt nicht ich. Ich sehe, das sagt Gott über mich. Und er sieht nicht vor allem mein Äußeres oder mein Aussehen oder meine lange Nase oder meine guten Werke oder nicht so guten Werke und sagt, ja, du bist gut, ja, du bist nicht so gut. Nein, er sieht, wie ich bin. Er weiß die Wahrheit über mich. Nur weil ich zu Jesus gesagt habe, sieht er, da ist ein neuer Mensch entstanden. Dieser Stefan Steinle, der vorher ein zur Hölle verdammter Sünder war, sündiger Geist, der ist jetzt zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Eine neue Schöpfung in Christus. Sündlos in seinem Geist. Meine Identität als wiedergeborener Mensch ist, mein Geist ist jetzt so heilig, so gerecht, so sündlos wie Jesu Geist. Seine Gerechtigkeit ist zu meiner Gerechtigkeit geworden. That's it. Und nicht aufgrund, Jesus wurde nicht gerecht aufgrund seiner Werke, nein, er war gerecht in seinem Zustand, weil er Gott, der sündlose Gott war, aber er hat seinen sündlosen Zustand praktisch als Opfer für uns aufgegeben und hat unseren sündigen Zustand angezogen. Und nur deswegen wurde er so gefoltert und konnte er überhaupt sterben. Und ist all dieses Schreckliche am Kreuz und in dem qualvollen Tod Jesu mit ihm geschehen, weil er eins wurde mit unserer Sünde und dadurch griff, konnte das Gericht Gottes über die Sünde der Menschheit in Jesus Christus repräsentiert, griff dieses Gericht. Und Jesus trug dieses Gericht ein für allemal für jeden einzelnen Menschen, ob wir daran glauben oder nicht. Aber wenn du dann davon hörst und es für dich in Anspruch nimmst, persönlich, indem du Jesus einlädst zu deinem Retter und Herr, dann greift diese Schuldbefreiung, diese Rechtfertigung, die Jesus vollzogen hat in seinem eigenen Leiden und Sterben, die greift und du wirst von Gott gerechtfertigt. Als ich vor 50 Jahren in Bombay Jesus zu meinem Retter und Herrn machte, wurde mein Geist so heilig und so rein und so gerecht vor Gott und so annehmbar für Gott wie heute Abend, 50 Jahre später. Ich bin heute Abend in dem Sinne, in meinem Geist, in meiner inneren Identität, nicht heiliger, nicht gerechter, nicht vollkommener als vor 50 Jahren. Weil es geschieht ja nicht durch Leistung. Ich bin in meinem äußeren Benehmen, in meinem äußeren Menschen, in meinem Denken bin ich erneuert, weiß ich heute viel, viel mehr als eben da ganz am Anfang. Und auch mein Leben, mein Lebensstil, meine Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich benehme, hat sich völlig verwandelt, ohne Zweifel. Da ist ein Prozess der Erneuerung, der eben nicht der Welt sich angleichen, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern werdet verwandelt.
umgedreht, Metamorpho, richtig gehend, kommt in diese Metamorphose der Heiligung, der äußeren Heiligung, wo ich eben lerne, geistlich zu leben, geistlich zu wandeln, geistlich zu reden, so die Rede, die Sprache Gottes zu sprechen und so weiter, die Gedanken Gottes zu denken. Das ist, da müssen wir ständig, das ist ein endloser Prozess, den wir hier auf der Erde vollziehen müssen und vollziehen sollen. Amen. Und wenn wir den nicht vollziehen oder irgendwann aufgeben oder aufhören, ja dann hört eben der Erneuerungsprozess, der Heiligungsprozess auf und dann wird die Möglichkeit des, dass der Herr mich gebrauchen kann, wird eingeschränkt. Seid ihr noch alle da heute Abend? Schön. Jetzt muss ich einen Schluck trinken. Unsere Identität. Deswegen beschreibe ich auch mein eigenes Zeugnis oder mein Leben als Nachfolger Jesu. Ich habe Dinge erleben dürfen in den 50 Jahren, die wirklich außergewöhnlich sind und die viele Christen, das sage ich nicht, überhaupt nicht überheblich, sondern nur als ein Begnadeter Gottes, einfach wegen Gottes Führung und Wirkung in meinem Leben. Und das habe ich mir nicht erwählt oder eben durch meine geistliche Leistung erobert oder sowas. Nein, es ist einfach Gottes Werk in mir. Aber ich habe Dinge erlebt, eben zum Beispiel mit diesen Dämonen und Geistern in Indien, die haben nur sehr wenige Christen in dieser Form erlebt. Da gibt es ein paar Evangelisten, die das kennen. Natürlich an Rainer Bonke und andere auch nicht so bekannte, klar, die so richtig in diesen Frontsituationen tun. Und ja, viele von euch werden das nie tun und sind auch gar nicht in dem Sinne von Gott geführt, das so zu tun. Aber du hast einen Auftrag, du hast eine Bestimmung, die es gilt zu erfüllen für dich. Und wenn du in aller Ernsthaftigkeit, aller Schlichtheit, aber auch in aller Ernsthaftigkeit von deinem Herzen her, dem Herrn vertraust und ihm wirklich nachfolgst und von ihm bereit bist zu lernen, Stück für Stück. Ich habe viel gelernt, ich habe mich immer wieder untergeordnet, immer wieder gehört und wirklich, ich wollte lernen. Ich hatte einen großen Hunger, das ist mir von mir aus auch in die Wiege gelegt worden, in gewissem Sinne. Aber ich habe auch mit dem Pfund, das mir anvertraut wurde, angefangen zu wuchern. So, man hat schon auch ein Stückchen Einfluss auf die Frucht, die dann entsteht. Und ich will nicht sagen, wenn du Tausende oder so für Jesus erreicht hast, dann hast du viel Frucht gebracht. Nein, es geht eigentlich nur darum, den Willen Gottes für dich zu erfüllen. Dann wirst du den vollen Lohn bekommen, den ein Nachfolger Jesu bekommen kann. Nicht mehr oder nicht weniger als Reinhard oder wer auch immer. Es geht nicht um die Mengen der Menschen, die wir erreicht haben. Natürlich, in einer Weise geht es darum, weil all die Leute sterben sonst ohne Christus und gehen verloren in alle Ewigkeit. So, deswegen ist gut, wenn wir viele Menschen erreichen können. Amen. Sei es als Gemeinde, sei es als Einzelne. Wenn du weißt, dass etwa 60.000 bis 70.000 Menschen alle 24 Stunden sterben, ohne je von Jesus gehört zu haben. Das ist etwa pro 1 bis 2 Sekunden ein Mensch, also seit wir hier im Gange sind, mehrere hundert, sind gestorben, rein jetzt durchschnittlich gesprochen, sind gestorben, ohne je von Jesus gehört zu haben und Ja oder Nein zu ihm zu sagen. Hatten also keine Wahl, gerettet zu werden oder verloren zu bleiben. Und das Schlimme ist, die bleiben verloren, weil Jesus gesagt hat, Johannes 3, wo ich schon vorher war. Es sei denn, dass ein Mensch, ein Mann, eine Frau, ein Kind, das bewusst ist und das schon sich entscheiden kann für solche Dinge und begreifen kann, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren, noch einmal in seinem Geist neu geschaffen wird durch das Wirken Gottes, indem er Jesus zu seinem Retter und Herrn macht, dann kann er das Reich Gottes nie sehen und auch nie hineinkommen.
Und auch eben, wenn er hier gestorben ist, das muss hier auf dieser Seite der Ewigkeit geschehen, in dieser Welt, in diesem Leben. Und weil nachher gibt's, ist es dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Viele, die Allversöhnung feiert wieder Hochkonjunktur in aller Welt. Ja, irgendwie ein Gott der Liebe. Die Liebe hat das letzte Wort. Gibt es ein bekanntes Buch unter vielen jungen Leuten, sehr beliebt, Bell. Ihr Lehre hört sich sehr schön an und so weiter. Aber die Liebe ist nicht Gott, sondern Gott ist Liebe. Und Gott bestimmt, wie die Liebe sich definiert. Und was man tun muss, um gerettet zu werden und Sünden vergeben und zu bekommen. Und nicht meine humane Vorstellung, dass es uns wehtut, dass wir wünschen, dass irgendwie doch noch alle gerettet werden. Ja, natürlich, wir sind ja keine Unmenschen. Natürlich, wenn du begreifst, wie verloren ein Mensch wirklich ist, wenn er Jesus nicht hat, dann kannst du damit nicht einfach nur noch so Urlaub machen und dein normales Leben einfach nur so weiterleben. Nein, dann musst du beunruhigt werden. Und ich verspreche euch, diese drei Gottesdienste, ich werde euch immer wieder ein bisschen den Mixer drehen. Nebst Ermutigung, nebst alles wird gut, alles ist gut, du bist wunderbar, du bist super, du bist toll und der Herr liebt dich und so weiter. Aber er braucht dich dringend. Und wenn du es für dich behältst, bist du ein Egoist. Entschuldigung. Ich habe noch nicht mal eine Bibelstelle gelesen. Naja, ich habe zitiert. Unsere neue Identität, die Identität eines Menschen bestimmt sein ganzes Leben. Das, was du von dir selber denkst, wer du bist, wie du bist, was dich ausmacht, ob du wertvoll bist, ob du gut bist, ob du ein Schlawiner bist, ob du ein Versager bist, ob du eben ein schlechtes Selbstbild von dir hast. Das entscheidet dein ganzes weiteres Leben. Und das ist ja auch bekannt sehr in der Psychologie und so weiter. Und darum dreht sich die Behandlung von vielen Patienten in den entsprechenden eben Institutionen und so weiter und so fort. Und vieles von unserer natürlichen Identität, unserem Selbstbewusstsein, Selbstbild, Selbstwertgefühl, wie ich mich einschätze, wie ich von mir denke, ist im natürlichen Sinne gesprochen von unseren Eltern, von unserer Umgebung, als wir in den formativen Jahren waren, als Kinder geprägt worden. Wenn du Glück hattest, in einem Elternhaus wie bei den Stepanis oder auch ich, meine Eltern waren nicht von neuem geboren, aber die waren gute Eltern, die waren definitiv Sünder und eben, weil sie Jesus ja nicht kannten und so weiter. Aber andererseits waren sie menschlich gesprochen. Meine Mutter hatte ein großes Herz von Mutterliebe. So, ich habe viel Mutterliebe bekommen und das hat mir gut getan, habe ich festgestellt. Und mein Vater war ein bisschen härter, das ist ja auch irgendwo so der Job oder die Aufgabe des Papas. Irgendjemand muss ja durchgreifen. Ich gehe jetzt nicht hier in Kindererziehung, obwohl das ein hochwichtiges Thema ist. Aber mein Vater war auch ein guter Mann und er hat mich auch geliebt, das wusste ich auch. Und so, ich war in einem. Und eben, die hatten auch ihre Ehekrisen und so weiter, die wir auch dann teilweise mitbekommen haben. Aber sie sind zusammengeblieben. Und sie haben sich eben nicht umgebracht oder mein Vater, meine Mutter irgendwann geschlagen oder sonst irgend sowas. So, all das ist nicht gewesen. So, ich hatte eigentlich das Glück, in einer relativ guten, normalen, durchschnittlichen Familie aufzuwachsen, obwohl wir nicht von neuem geboren waren. Aber das hat mir eine gute, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. Und mich in gewissem Sinne auch befähigt, leistungsfähig zu sein, sagen wir jetzt mal einfach ganz normal. Aber eben, es kann ja auch anders sein. Und viele von euch oder viele Menschen wachsen eben in ganz kaputten Verhältnissen auf oder haben vielleicht ihre Eltern nie kennengelernt, was auch immer. Je negativer, je fertiger du gemacht wurdest von denen, die sich geprägt haben und insbesondere Papa und Mama sind dann natürlich wesentlich da,
wenn sie denn da waren. Und wenn sie eben nicht da waren, dann hat eben das alles gefehlt. Vielleicht haben Erzieher in einem Heim oder sowas dir so viel Liebe gegeben, wie sie konnten, in der beschränkten Möglichkeit, die sie da hatten. Und dann hast du auch da ein Stückchen Glück gehabt und vielleicht nicht das Gefühl, du bist völlig wertlos und bedeutungslos. Aber das ist ja die Geißel der Menschheit. Wie wir aufwachsen, das prägt uns. Und auch Lehrer können uns prägen, Lehrmeister oder eben Leute, die einen Einfluss in unserem Leben, wo wir aufwachsen, wo wir geformt werden, wo unsere Persönlichkeiten sich entwickeln. Das hat alles, ob man positiv ermutigt wird, gute Dinge gesagt werden, geliebt wird, wertgeschätzt wird oder ob du ständig fertig gemacht wirst und dann an dir rumgenörgelt wirst und du bist nie gut genug und so weiter. Dementsprechend ist dein inneres Bild, entdecke deine neue Identität, ist deine Identität, die du da dir angeeignet hast oder die dir vermittelt wurde, und als Kind kannst du ja hier gar nicht beeinflussen, wie du beeinflusst wirst, kannst dich ja nicht dagegen wehren, du bist ja dem ausgeliefert. Dementsprechend ist dein Selbstbild oder dein Selbstwertgefühl, deine Identität entweder angeschlagen, verletzt, verwundet, schwach, geschwächt oder eben gestärkt. Nun, es gibt natürlich auch eine dritte Möglichkeit. Manche, die in diesem negativen Muster aufgewachsen sind, haben eine Art Trotzreaktion entwickelt und haben sich irgendwann angefangen zu entscheiden, okay, ich werde denen beweisen, wer ich bin. Und dann aus Bitterkeit und aus Rebellion gegen diese Macho-Beeinflussung sind sie zu sehr leistungsfähigen Leuten geworden, haben sich selber eben zusammengenommen und der Welt um sie herum bewiesen, ich bin jemand, ich bin wertvoll durch meine Leistung. Aber das kann sehr, da kann man dann am Schluss am Herzinfarkt oder am Burnout oder sonst was sterben. Gut, das ist jetzt nur mal so natürliche Zusammenhänge. Dieses Thema mit eben Identität, entdecke deine neue Identität oder überhaupt, was ist deine Identität, was ist dein Bild von dir selber? Das ist entscheidend wichtig für dein ganzes weiteres Leben, ob man das wahrhaben will oder nicht, es ist einfach so. Aber das Gute ist, die gute Nachricht ist, deswegen rede ich darüber, wenn du Jesus aufnimmst als den guten Hirten, als den Vater der Liebe, als deinen Freund und Retter und Heiland, dann, der gibt dir eine ganz neue Identität. Der schafft in dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Und Gott, der Vater, wird zu deinem vollkommenen, allmächtigen, himmlischen, liebenden Vater. Und der hilft dir, wenn du dann in sein Wort hineingehst und entdeckst, was du jetzt geworden bist, wie wertvoll und kostbar und einzigartig jeder von uns ist, in das Ebenbild Gottes geschaffen, dann wird jeder Minderwertigkeitsempfinden oder jedes falsche Konzept und Selbstbild wird entweder zerstört, geheilt, entwickelt aus diesem Knoten, kommt plötzlich Ruhe und Frieden rein. Das ist, was ich erlebt habe. Obwohl ich einen guten, eben familiären eigentlich Hintergrund habe und hatte, habe ich doch, als ich zu Jesus kam und dann durch eben entsprechend auch teilweise falsche Lehre, falsches Begreifen oder einfach nicht begreifen, weil ich es auch nicht gelehrt wurde, habe ich selber mich unter einen Druck gesetzt und in einen Performance-Druck, also Leistungsdruck, der nicht nötig war. Und der mich fertig gemacht hat und der mich unglücklich gemacht hat und der mir auch, ich hatte buchstäblich in diesen ersten 7 Jahren, ich mag das, dieses Beispiel immer gerne benutzen, Jakobus 5, ich glaube es ist Vers 17, da steht, das gerechten Gebet vermag viel oder setzt große Kraft frei, wenn es ernstlich ist, oder ja, so ist Luther. Das gerechten Gebet setzt große Kraft frei, vermag viel, wenn es ernst ist. Ich habe buchstäblich gedacht, ich kann dieses Gebet nicht beten, weil ich nicht gerecht bin. Mein Bild von mir selber war falsch.
im Lichte des Wortes Gottes, habe ich später festgestellt. Aber ich habe buchstäblich gedacht, ich kann nicht erwarten, dass Gott durch meine Gebete irgendwas bewirkt oder dass da große Dinge geschehen können. Das hat sich geändert, Freunde. Jetzt stehe ich da auf der Bühne, wie wenn ich fast Jesus selber wäre. Ich weiß, dass ich es nicht bin, aber in Christus ist es, wie wenn Jesus selber dastehen würde. Versteht mich ja nicht falsch. Ich denke nicht, ich sei Jesus. Nein, ich bin Stefan Steinle immer noch. In Christus. Aber wenn ich den Namen Jesu benutze und in seinem Namen tue, was er getan hat und was ich auch von anderen Evangelisten gelernt habe zu tun, und dann ist die Wirkung dieselbe. Und wisst ihr was? Wir haben das eben mit Bibelschülern ausprobiert und mit anderen, die mit mir über die Jahre gereist sind. Ich wollte auch Leute antrainieren in diese Dinge und haben sie trainiert, eben das Evangelium ganz schlicht und ergreifend zu verkündigen, wie wir das tun. Wir haben ein Büchlein darüber und so weiter. Und die haben das getan und siehe da, dieselben Wunder sind geschehen, wenn wir gebetet haben für die Kranken. Und das hat von mir den Druck weggenommen, dass ich jetzt irgendwie besonders geistlich sein muss, mindestens so und so viele Stunden gebetet haben muss. Wie gesagt, sei geistlich, bete viel, bete ohne Unterlass, nichts dagegen. Aber es ist nicht meine Geistlichkeit, es ist nicht meine Leistung oder meine besondere Salbung, besondere Berufung. Und jetzt spüre ich es. Und jetzt ist... Und wenn der Heilige Geist so wirkt, let it be, ich will jetzt niemand zu nahe treten, eure heiligen Erlebnisse und so weiter in Frage stellen. Aber das passiert bei uns in Indien nie. Oder ich habe nie gesagt, oh, ich sehe, da ist jemand mit Rückenschmerzen. Ja, da sind 10.000 Leute mit Rückenschmerzen. Versteht ihr? Wort der Erkenntnis, nichts dagegen, gegen die Gaben des Geistes. Ich glaube, die Gaben des Geistes wirken durch uns, wenn wir so tätig sind. Aber wir glauben vor allem nicht an das Wort der Erkenntnis, sondern an die Erkenntnis des Wortes. Wir wissen, dass wenn wir das tun, was Jesus gesagt hat, geht hin und predigt das Evangelium aller Welt. Und ich werde mit euch sein. Der Herr wirkte mit ihnen und bestätigt sein Wort mit dem mitfolgenden Zeichen. Dann wird es geschehen. Das ist unser, wo wir unser ganzen Glauben und unser ganzes Gewicht drauflegen. Nicht auf unsere Besonderheiten oder sonst was. Aber gleichzeitig eben habe ich ein Bewusstsein entwickelt, dass ich jetzt nicht mehr durch meine Leistung vor Gott gerecht werde oder vor Gott heilig werde, sondern Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist meine Heiligung. Christus ist mein Leben, mein Ein und Alles. Und in ihm bin ich all das, was ich vor Gott sein muss. Und du genauso dazu, meine Schwester, mein Bruder. Ich gebe euch ein letztes Wort, dann hören wir auf, damit ich wenigstens einen Teil von dem getan habe, was ich vorhatte, heute Abend zu tun. Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. In diesen nächsten zwei Gottesdiensten werden wir das weiterentwickeln oder weiter tun. Und das ist letztlich die Aufforderung an uns alle aus dem Wort Gottes. Johannes 1. Die Rede ist von Johannes, dem Täufer. Und da kommen im Kapitel 1, im Vers 19, kommen einige Juden und gesandt, um ihn zu fragen. Und da heißt es im Vers 19, ich lese einfach mal, dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du, Johannes der Täufer, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, Vers 20, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Also zuerst hat er ihnen gesagt, was er nicht ist. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sagt, ich bin's nicht, bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und dann Vers 22, jetzt hört das an. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Und dann haben sie Folgendes gesagt, was sagst du von dir selbst? Was sagst du von dir selbst, wer du bist? Was ist dein Bild von dir selber? Wer bist du? Das ist die Frage des Herrn an dich. Oder meine Frage an dich. Wer bist du? Schwester, Bruder, was sagst du
von dir selbst, wer du bist. Und jetzt ermutige ich euch, fordere ich euch auf, dasselbe zu tun, was Johannes der Täufer getan hat. Er hatte nämlich im Wort Gottes geschaut und das Wort Gottes für ihn entdeckt, wo Gott ihn beschreibt. Das bist du. Und damit hat er sich identifiziert. Und das wurde seine Identität. Natürlich, das ist jetzt nicht nur ein kluges Spiel. Er war es natürlich tatsächlich. Er war der Johannes der Täufer. Aber das ist ein, in dem Sinne eine übergeordnete Aussage. Das Wort Gottes ist für uns gegeben, damit du in dem Spiegel des Wortes dich selber entdecken kannst. Das ist Jakobus 1, ist der Spiegel des Wortes, ist dieser Begriff. Schau dich im Wort Gottes an, was Gott sagt, wie du bist und siehe und vergiss es nicht, sondern bleib da drin und lerne es so Teil von dir zu werden durch Studium, durch Aneignen, durch richtig dich damit beschäftigen, um es zu begreifen. Das bin ich jetzt wirklich, ich bin ein neuer Mensch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und das, wenn du das im Griechischen studierst, ist richtig, eine neue Originalschöpfung, etwas noch nie Dagewesenes. Du bist wirklich, als ich Jesus aufnahm in Bombay vor 50 Jahren, wurde mein Geist nochmals neu geschaffen. Der alte sündige Geist, der war weg und ein neuer Geist ist in mir entstanden. Und als ich anfing, das zu begreifen, fing ich an, okay, ich muss mich neu sehen, ich muss mich anders sehen. Ich kann mich nicht mehr mit dem alten Sünder identifizieren. Der hat zwar hier drin gewohnt und er hat die Bude stinkt noch nach ihm und ist von mir aus verdreckt und so weiter, muss erneuert und gereinigt und sonst was werden und aufgebaut werden neu. Ja, 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 ich finde die Spuren von dem Typen, diesem Schlawiner in mir drin. Aber da ist ein neuer Mann eingezogen. Der Stefan Steiner in Christus, das ist eine neue Schöpfung. Der ist völlig neu. Und das ist für mich eine absolute Realität, Wahrheit geworden. Meine Gefühle können immer noch so fühlen wie früher. Meine Gedanken können immer noch so schlecht sein wie früher, wenn ich es erlaube. Aber ich erlaube das nicht mehr. Ich bin jetzt ein neuer Reiter auf diesem störrischen Pferd, genannt Fleisch. Züchtige dein störrisches Pferd. Aber du bist der Reiter. Und der ist ein Held. Der ist ein Prinz. Der ist ein Sohn Gottes. Der ist eine Tochter Gottes. Eine Königin. Ein König in Christus. Amen. Ist alles, ich könnte euch alles Bibelstellen geben. Werden wir wahrscheinlich nie die Zeit haben in diesen Tagen. Aber ich werde so viel tun wie möglich. Sie sprachen nun, wer bist du, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Und dann sagt er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Wow, hat die Unverschämtheit gehabt, sich mit diesem Wort Gottes durch den heiligen Propheten Jesaja, der von Gott her geweissagt hat, der Worte Gottes gebraucht, da hat der Johannes gesagt, that's me. Und er durfte das, weil er da tatsächlich derjenige war. Aber im breiteren Sinne, die neue Schöpfung, von der hier die Rede ist, mit der all diese wunderbaren Dinge verbunden sind, das bist du. Das ist jeder von uns. Ganz gleich, wie wir uns fühlen, ganz gleich, was meine Prägung ist im natürlichen Sinne, ganz gleich, wie reich oder arm ich bin, ganz gleich, wie frisch ich in Christus bin oder nicht. Halleluja! Steht auf. Sag mal Halleluja! Naja, genau, ist alles gut. Lass uns beten. Lass uns einfach dem Herrn danken. Morgen früh machen wir weiter. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Wir preisen dich. Ich danke dir, Herr Jesus, weil du so einzigartig, wunderbar bist und dass du jeden von uns ganz persönlich und individuell kennst. Du kennst jeden Einzelnen von uns, jede Regung, jeden Gedanken, jedes Erlebnis der Vergangenheit. Herr, alles Gute, alles Schlechte, alles, was uns geprägt hat,
alles, wo wir Gutes getan haben, wo wir versagt haben, alles das. Du weißt alles über uns und du liebst jeden absolut vorbehaltlos, ohne irgendeine, wie soll ich sagen, Irritation. Natürlich freust du dich nicht, wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, wenn wir rebellisch sind, wenn wir von dir weggehen, wenn wir dir nicht gehorchen, wenn wir nicht das tun, was du uns rätst und aufträgst und in deinem Wort, damit wir uns sagst, damit wir ein gutes Leben haben können, so wie du das immer schon geplant und gedacht hast für uns. Natürlich freust du dich nicht darüber, weil du weißt, was die Konsequenzen daraus sind. Und manches wird ja erst später offenbar. Manches sind direkte Konsequenzen. Aber Herr, wenn wir immer wieder zurückkommen zu dir, und dazu lade ich jeden Einzelnen von euch ein, ich kenne euch ja nicht alle, und vor allem weiß ich nicht, wie euer Leben ist. Und natürlich seid ihr hier, und das ist wunderbar. Ich schätze es sehr, dass doch so viele heute Abend hier sind zu diesem Seminar. Ihr hättet bestimmt andere Dinge tun können, ohne Zweifel. Aber ihr seid da, weil ihr es letztlich ernst meint mit dem Herrn, jeder in seiner Weise. Aber ich sage jetzt einfach, dort, wo du weißt, irgendwo, da habe ich Dinge, ja, mit denen ich noch nicht abgeschlossen habe, die ich noch nicht dem Herrn übergeben habe oder abgegeben habe oder ihn um Vergebung gebeten habe, wo ich weiß, wo ich richtig versagt habe oder wo ich einfach ungehorsam war oder den falschen Weg gegangen bin. Und ich will jetzt nicht, dass ihr anfangt zu suchen, zu grübeln, wie ich das früher ständig eben gemacht habe, bevor ich wusste, wer ich bin in Christus. Ich meine nur, wenn du weißt, das sind objektive Dinge. Heute Abend ist Gelegenheit. Sie ohne Wenn und Aber und ohne Angst vor ihn zu bringen. Er weiß es ja sowieso. Er weiß alles. Bring es zu ihm. Gib es ihm ab, wo es Sünde ist, wo es Versagen ist. Gib es ihm ab und sag ihm, hier ist es, Herr. Bitte vergib mir. Ich empfange Vergebung von diesen Dingen. Das kannst du ganz still und leise für dich tun. Jetzt gerade, in diesem Moment. Gib es ab. Und Herr, ich empfange Vergebung von dir. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, dass dein Blut mich reinigt von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Sünde, von jedem Versagen. Und Geist Gottes, ich bete, dass du einfach kommst und jeden Bereich meiner Schwestern und Brüder ausfüllst durch deine große Gnade und Macht. Wirke du dein Werk. Komm und fülle uns auf mit allem, was du hast, uns zu geben, in uns zu wirken, damit wir in dieser übernatürlichen Kraft und Befähigung durch den Heiligen Geist Gott nachfolgen können, Jesus nachfolgen können, Gott dienen können und zu deinen Mitarbeitern werden, lieber Herr. Wenn du willst, dann heb deine Hände auf und gib dich einfach heute Abend erneut dem Herrn hin für sein Werk mit dir und durch dich. Danke, Herr, hier bin ich, sende mich. Danke für meine neue Identität. Danke, dass ich mich mit dem, was du in deinem Wort sagst, über den neuen Menschen, über den Menschen in Christus, dass ich das bin, dass ich ein neuer Mensch bin, dass das Alte vergangen ist, dass jetzt alles neu geworden ist, dass ich eine neue Identität habe, dass ich mich nicht mehr mit dem Alten identifizieren muss. Danke, Herr. Und dass du mir hilfst, das abzulegen, das abzugewöhnen, was abzulegen oder abzugewöhnen ist. Und das zu verändern, was verändert werden muss, mit deiner Hilfe, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft deines Wortes. Vater, ich danke dir, ich danke dir. Braucht irgendjemand von euch Heilung in irgendeinem Bereich seines Körpers? Okay, wer von euch, ihr könnt gerne eure Hände runtermachen oder wie auch immer. Lege einfach deine Hände auf deinen Körper, muss nicht unbedingt auf der Stelle sein, wo du Heilung brauchst, aber kannst du auch machen, so sagen wir es immer dort in unseren Versammlungen. Wenn es geht, leg die Hand dorthin, wo du dem Herrn glaubst für Heilung, wo du Heilung brauchst. Und sonst, wenn es nicht geht, dann lege einfach deine Hand auf die Brust oder auf den Kopf und dann bete ich für euch und du empfängst es einfach, währenddem wir beten. Hä? Und es ist Gottes Werk, es ist die Wunden Jesu ist der Grund für unsere Heilung, dass wir unsere Heilung völlig und ganz in Anspruch nehmen dürfen. Vater, im Namen Jesus, du siehst jeden einzelnen meiner Schwestern und Brüder, die hier sind und die Heilung brauchen. Viele von uns,
Fast jeder von uns hat irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht vollkommen sind. So, Vater, wir empfangen Heilung. Wir empfangen Heilung durch die Wunden Jesu. Und ich gebiete jedem Symptom von Schmerz, jedem Symptom von Arthrose, Arthritis, von Nervenproblemen im Namen Jesus, von Tumoren, wir verfluchen Tumore im Namen Jesus, gebieten euch zu vertrocknen und zu verschwinden im Körper meiner Geschwister im Namen Jesus. Kopfschmerzen, chronisches Leiden, wir brechen das über deinem Leben durch die Striemen Jesu, durch die Wunden Jesu, bist du geheilt worden. Wir gebieten Heilung im Namen Jesus in deinen Körper von Kopf bis Fuß. Dort, wo irgendwelche Probleme mit Organen sind, gebiete ich diesen Organen normal zu funktionieren, nach dem Plan und der Absicht Gottes. Sei geheilt in deinem Magen, in deinem Herzen. Normaler Herzschlag, Herzrhythmusprobleme sind gelöst, sind geheilt im Namen Jesus. Magenprobleme, Nieren, Leber oder an irgendwelche anderen Organe, wir gebieten euch. Lunge, sei geheilt. Völlig normal, gesund und erlöst in den Striemen und durch die Striemen des Herrn Jesus Christus. Herr, wir empfangen die Kraft deiner Wunden, die du vor 2000 Jahren getragen hast, zu unserer Heilung. Das empfangen wir, sag das heute Abend. Ich empfange meine Heilung im Namen Jesus. Ich empfange die Heilungskraft Jesu in meinen Körper. Und danke dir, Herr Jesus, für deine Heilungskraft. Und der Herr reagiert immer sofort. Wenn Glaube da ist, ist der Herr immer am Wirken. Dank sei Gott. Danke, Herr Jesus. Wir preisen dich für dein Werk, das du hier jetzt tust. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. 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 Amen. 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 Ich werde jetzt nicht mehr Zeit nehmen, um zu fragen, aber wenn du inzwischen, zwischen jetzt und morgen früh feststellst, dass irgendwas verschwunden ist oder besser geworden ist, dann bitte erzähle es entweder René oder irgendjemand oder mir oder sonst wem und dann können wir das kurz berichten morgen früh oder sowas oder irgendwann. Anyway, vielen Dank. Ja, Seminare, dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Das ist immer die Sache. Go ahead, René. Ja, ist schon schade, dass du schon aufhörst, Stefan. Stimmt's, oder? Ja, wow. Vielen, vielen Dank, Stefan. Wow. Aber wir wollen dem Stefan jetzt, ja, lass uns ihm nochmal danken, ja. Das Schöne ist ja, das ist ja noch nicht zu Ende, ja. Also morgen früh geht's weiter und auch morgen Abend nochmal. Morgen müsst ihr aber dran denken, wir fangen morgen eine Stunde früher an, um 18 Uhr schon. Morgen, also der dritte Teil dann morgen. Also der Gottesdienst ist natürlich um 10 Uhr, nicht um 18 Uhr. Der ist schon um 10 Uhr morgens auch wieder hier und eben dann morgen abends der dritte Teil dann um 18 Uhr auch wieder hier. Und wenn euch das jetzt irgendwie berührt hat, verändert hat und angesprochen hat, das klingt jetzt so ein bisschen lasch, wenn ihr begeistert seid, dann sagt das doch jemandem. Sagt, Mensch, du musst da morgen echt kommen und dabei sein und das anhören, weil das ist besser als alles, was im Fernsehen zum Beispiel läuft. Ja? Also ich meine, im Fernsehen gibt es auch christliche Veranstaltungen und Dinge, aber das ist, es ist einfach das, was wirklich verändert. Ja? Okay, Halleluja. Wenn ich jetzt schon dabei bin, dann wollen wir den Stefan auch segnen. Ja? Aber der Stefan soll nicht einfach nur daherkommen und Ihr seht, er hat sich nicht geschont, er hat alles gegeben, ja. Und wir können auch alles geben. Wir haben so schöne Körbchen am Ausgang, die kennt ihr schon, da steht Spende drauf und da kann man spenden. Ja, da kann man. Und tatsächlich alles, was da heute in die Körbchen reinkommt, das geben wir absolut voll und ganz an den Stefan und seinen Dienst weiter, weil der Stefan benutzt es ja, um das zu tun, was ihr da gesehen habt. Und das, Halleluja, das ist begeisternd. Und tatsächlich, wir als Gemeinde, wir unterstützen ihn auch seit vielen Jahren. Und das ist, ja, das sind wir auch nicht jetzt stolz, aber wir freuen uns, dass wir das tun können. Ja, genau. Okay,
Wir beten dann auch gleich noch da für eure Gabe, weil ihr sollt dadurch auch gesegnet sein, ja? Oder machen wir das gleich, ja? Lieber Vater, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, was wir jetzt heute gehört haben, Herr. Das ist wirklich deine ewige, verändernde Botschaft, Herr. Dein Wort, die Worte des Lebens, die dein Leben hervorbringen, Herr. Und ich danke dir, dass diese Worte immer noch dieselbe Kraft haben, wie damals, als sie aufgeschrieben wurden, als die Menschen, die inspiriert waren von deinem Geist, sie aufgeschrieben haben, dass es immer noch dieselbe Kraft hat, Herr. Uns Menschen in dein Bild immer mehr zu verwandeln, Herr, dass wir, ja, veränderte Menschen werden, Herr, und dir immer ähnlicher werden. Jesus, ich danke dir, Herr. Vater, wir danken dir jetzt auch für das, was heute auch als Reaktion jetzt oder aus Dankbarkeit oder als Wertschätzung jetzt auch in die Spendenkörbe reingeht. Herr Vater, ich weiß auch, dass du das alles siehst und jeden Cent und jeden Euro siehst du, Herr, und du hast gesagt, du wirst es vergelten, Herr. Du wirst es zurückgeben und uns dafür segnen, für alles, was wir in dein Reich und für dich hingeben, Herr, wirst du sogar mehrfach uns damit segnen, Herr. Das hast du gesagt durch Jesus, deinen Sohn, Herr. Und wir glauben das von ganzem Herzen. Und du, jeder, der jetzt sich vorgenommen hat zu geben, dann tu das dann auch und sei gesegnet in vielfacher Weise, so wie der Herr das versprochen hat, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Also es ist tatsächlich ein Vorrecht zu geben. Ja, ich möchte noch auf ein paar Dinge hinweisen. Wir haben in 2 Wochen haben wir Taufe. Halleluja. Am Sonntag, also morgen in 2 Wochen, haben wir eine Taufe. Und es gibt bisher zwei Termine für die Infoabende für die Taufe. Das wird nächste Woche, also nächsten Dienstag wird der eine Abend sein, 21.06. Dienstagabend um 19 Uhr. Also wenn du dich schon angemeldet hast, dann bist du da natürlich eingeladen. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, komm einfach an dem Abend. Das Ganze wird bei uns im BGS-Haus allerdings stattfinden, nicht hier, sondern im BGS-Haus. Also am Dienstagabend 19 Uhr. Und auch am Freitagabend, weil wir haben da verschiedene Leute, die dann nicht immer gleichzeitig Zeit hatten. Auch am Freitag, 24.06. um 19 Uhr, auch im BGS-Haus. Also wenn dich das interessiert, wenn du vielleicht auch überlegst, ja, soll ich mich taufen lassen oder nicht, komm einfach mal. Wir werden aus dem Wort Gottes das erklären, was die biblische Taufe für eine Bedeutung hat. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ja, soll ich mich taufen lassen oder nicht. Und genau, so ist es. Dann nächsten Sonntag kommt nicht hierher, also morgen schon noch, morgen, wenn ich von nächsten spreche, ist in einer Woche, ist Open-Air-Gottesdienst im Fichtelsgarten wieder. Ist das gut? Genau, 26.06. ist es. Wir treffen uns dann, der startet dann um 10:30 Uhr, also 10.30 Uhr im Fichtelsgarten wieder. Wir haben übrigens... Das sind die Flyer. Haben wir die schon ausgelegt? Hast du welche ausgelegt? Oh nee, noch nicht. Wir haben ganz druckfrisch, die sind heute gekommen, die Flyer für den Open-Air-Gottesdienst. Auch für die nächsten Open-Air-Gottesdienste, da stehen die Termine alle schon drauf. Nehmt die mit, ladet Leute ein zum Open-Air-Gottesdienst und damit genau das geschieht, was wir heute gehört haben vom Stefan, dass die Menschen... die rettende Botschaft hören. Ja, und es ist natürlich einfacher für jemanden mal in so einen Park zu kommen und mal ein bisschen zuzuhören, als hier in so eine Halle oder in so einen Raum, weil das ist mehr Überwindung natürlich für Menschen. Und nehmt die Flyer mit, ladet Leute ein und genau. Und dann noch eine Vorankündigung, weil... Das ist irgendwie unser Monat für Missionare anscheinend. Bruce und Claudia McLean, die kennst du, glaube ich, auch, ja? Die seit auch, glaube ich, fast 30 Jahren in Indien Gemeinden aufrichten und das Evangelium verkünden. Inzwischen sind sie auch nicht mehr hauptsächlich in Indien, weil das eben sehr schwer geworden ist, dort sich als Missionar überhaupt noch aufzuhalten.
Sie sind jetzt in Thailand, aber sie verkündigen jetzt einfach das Evangelium in Thailand. Ja? Und dasselbe passiert, die werden am Mittwoch, den 29.06. am Abend um 19 Uhr auch wieder hier im Open Door House sein und werden uns berichten, was sie da in Thailand erleben, wie der Herr wirkt. Und ich bin mir sicher, der Bruce bringt uns eine Evangeliumsbotschaft mit und auch das wird wieder lebensverändernd sein. Also das seid ihr auch eingeladen, das könnt ihr auch im Internet unter Terminen noch lesen. Und dann noch schon mal ein bisschen weiter im Voraus, aber das ist auch nicht mehr lang hin. Unser Sommerfest mit Open-Air-Gottesdienst ist am 9. Juli. Das ist ein Samstag. Und einfach als Bemerkung, wir werden da an einem Samstagabend den Gottesdienst dann draußen haben. Das wird in Rütschenhausen sein. Schaut lieber auf der Karte nach, wo das ist. Das ist nicht so weit von Schweinfurt, aber da haben wir einen schönen Grillplatz, da können wir schön feiern und dann Abend Jesus verherrlichen. Aber an diesem Sonntag, eben am 10.07. ist kein Gottesdienst. Am Sonntag dann kein Gottesdienst, weil wir ja den dann am Samstagabend draußen im Sommerfest schon gefeiert haben. Okay, soweit meine Ansagen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Denkt über das nach. Verstoffwechsel, das hat der Wolfhard Magies immer gesagt. Denkt drüber nach, betet darüber, was ihr gehört habt und lasst es wirklich zum Teil von euch werden. Und morgen um 10 Uhr, wer hat vor, wieder zu kommen? Ja? Super. Also wenn du es noch nicht vorhast, dann lass dich noch vom Heiligen Geist bewegen. Ich wünsche euch jetzt einen super Abend noch und Gottes Segen. Bis morgen. Tschüss. Bisschen Werbung noch. Ganz kurz noch, also der Stefan hat ganz viel Lehrmaterial von seinem Dienst, von seinen Predigten, von Informationen, Bücher aus seinem Leben da hinten mitgebracht. Schaut da mal vorbei. Also es ist alles wertvolles Material, was wir wirklich empfehlen können.